Herzlich willkommen bei Ostsee Planet. Heute mit einem neuen Video, und zwar habe ich hier eine Karosserie. Die habe ich mir mal gebraucht gekauft im Internet. Ja, so wie sie natürlich ist. Und ich wollte heute anfangen, schon mal die Gitter zurechtzuschneiden. Ne? Links, rechts, oben, unten. Ja, dachte ich, ist okay, fährst im Baumarkt, holst da ordentliches Racing-Gitter, feineres in Silber oder sonstiges. Da jedenfalls habe ich denn mich entschlossen zum alten Fahrradkorb. Den habe ich noch liegen gehabt. werdet ihr nicht glauben, aber beim FG habe ich das schon mal gemacht. Ne? Ist auch vom Einkaufskorb. Nur leider kein Video gemacht, und deswegen dachte ich, okay, mache ich heute mal ein Video darüber. Das lässt sich richtig gut auch verarbeiten, das Zeug. Wir können das mit einer Altwerkschere ausschneiden. Ne? Die ist richtig gut auch vor allem dafür. Ich habe das schon mal hier vorbereitet. Ne? Brauchen wir den lästigen lauten Dremel heute nicht. Joa, jetzt schneiden wir alles schön grob aus, dass wir hier richtig die Fläche alles so viel nutzen wie möglich. Zur Not, ich habe noch einen zweiten Korb. Muss ich kurz am Nacht das Fahrrad abbauen, aber okay. Nein, ich denke mal, der eine wird reichen. Spaß beiseite. Joa, zurück zur Karosserie. Ne? Ist weiß, ist überhaupt nicht meine Farbe. Letztendlich ist das zwar gut lackiert worden, aber also keine Nasen und so drin, ne? Aber der Lack platzt halt ab, ne? So wie hier hinten. Das war mal eine rote Karosserie, und dieses entsteht halt, wenn man den falschen Überrollbügel fährt, ne? Und hier aufs Dach geht. Ich habe hier noch mal meinen alten Überrollbügel, um das anschaulich für euch zu machen, ne? Wenn das denn so ist und der fällt dann aufs Dach, ist klar, die ganze Energie geht hier rein, die geht richtig, das reißt durch die Karosserie weg, Leute. Deswegen haben wir uns ja die andere gekauft, die andere, die schmaler ist. Joa. Gedanken über die Farbe habe ich mir noch nicht gemacht. Auf jeden Fall wird das eine schöne Arbeit, das alles runter zu schmögeln, zu schleifen. Und dann mal gucken, welche Farbe wir überhaupt nehmen. Des Weiteren wollte ich sie von innen natürlich verstärken. In der Hoffnung, dass es nicht so viele Lufteinschlüsse werden wie bei meiner alten Karosserie. Da sind so viele Lufteinschlüsse drin. Ja, das machen wir dann aber auch nochmal einen anderen Tag. Ja, also hier habe ich schon mal so eine Aussparung gebaut, ne? Für meinen Auspuff, der geht ja hier hinten raus. Problem wird sein, der kommt hier recht nah. Da werden wir ein Blech reinbauen müssen, in der Hoffnung, dass das Blech die Hitze zurückhält. Ne? Ja, das machen wir heute auch. Ne? Ich denke mal, ich werde das dann erstmal kurz mal mit Kabel so ein bisschen fixieren, um mal zu gucken, wie das so läuft. Ich denke mal, klar, schwarz-weiß ist natürlich eine schöne Sache, aber nee, das lassen machen wir gar nicht erst. Wie gesagt, boah, Substanz ist auf jeden Fall noch gut, kann man nicht viel meckern. Gut, jetzt hier ein Loch ist hier für so wie hier, warum das hat er, das weiß ich nicht. Das können wir später auch irgendwie ausgleichen, wenn wir den von innen verstärken. Ich muss sagen, die ist auch sehr dünnwendig, also meine andere ist nicht so dünnwendig gewesen. Ne? Gut. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, fangen wir an und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Schneiden mal die Fenster zu. Ne? Müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. Dass wir so wenig wie möglich Verschnitt haben, Leute. Ja, dass wir so richtig viel davon wiederverwerten können. Und ja, dann schauen wir mal. Ne? So, ein bisschen biegen. Let's go wild, wild, girl, I drink some in the sky. Let's party all night until the morning after fire. Let's go wild, wild, girl, I drink some in the sky. Let's party all night until the morning after fire.
So, im nächsten Schritt werden wir jetzt die Gitter provisorisch mal hier so ranmachen. Ne? Also ich mache jetzt nicht an jedes Loch ein Kabelbinder, ich denke mal nur ein, zwei, Pi mal Auge, weil wir müssen die Dinger ja eh wieder abmachen. Spätestens wenn wir die Karosse lackieren und wenn wir sie von innen mit Epoxidharz bearbeiten. Deswegen, um nicht so viel Kabelbinder zu verschwenden, ne, machen wir das jetzt mal Pi mal Auge mit ein. Ich würde sagen, voilà, fertig ist die Geschichte. Ne? Sieht echt cool aus, kann ich nichts zu sagen. Schaut richtig cool aus. Und ich würde sagen, das war es dann auch erstmal. Ne? Falls euch das Video gefallen hat, ne, lasst ein Like da oder abonniert meinen Channel, wie ihr möchtet. Für Kommentare oder sonstige Sachen, haut es mal in die Kommentare rein. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Und ich würde sagen, bis dann. Also, haust da rein.